Leute, da denkt man, es wäre vorbei und dann ist es nicht vorbei. Gott. Okay. Sternstrich S, das Level. Was mir nicht bekannt ist, wundervolle Wolbel. Ja, ich hoffe, dass dieses Level wundervoll ist. Ich bin absolut gestresst von diesem Spiel. Also, Real Talk, seit Welt 6 quäl ich mich mit diesem Spiel ab. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Anfang war es auch lustig. Ist es inzwischen nicht mehr. Es scheint nicht so schwer zu sein wie die anderen. Problematisch, ich kann ihn nicht besiegen. Ich hätte gern ein paar Wollknäuel, um ihn besiegen zu können. Alles mehr so ein Hommage-Level. Wow. Wow. Ist sehr witzig. Ja, ich bin der Falle. Lol. Ja, kann ich mich schon umbringen, weil das Level scheint nicht mit Wollknollen zu sparen. Du brauchst jeden einzelnen, von wie ich ja diese Wolke erreichen. Darf ich mir keine Leben ziehen oder was? Was ist das denn? Da kennt er noch wenig später Heilung. Michel ist absoluter Dreck. Ja, lol, ey. Ja, lustig, dass sie so fliegen, dass ich nichts dagegen tun kann. Ja, ist das fair. Ist das fair? Ja, wie ich da rankomme? Hoffen, dass da nur Leben drin waren oder was? Wow. Wow. Oh, die verschwindet! Jetzt sagt er, dass ich wieder zurück darf. Stop.
Ich wollte keine Stampfattacke machen, sondern diesen... Komm schon! Das war nicht als Stampfattacke geplant. Wegen so einem Scheiß muss ich jetzt das denn neu machen. Ich wollte keine Stampfattacke machen. Sammle alles ein, außer die eine, die ich brauche. Okay, darf ich mir schon mal keine Heilung burnen. Ja, ganz normal, konnte ich auch ausweichen, ne? Dieses Level ist so unfair. Dieses Level ist mal wieder absolute Grütze. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Game. Oh mein Gott. Alter. Aber gerade so. Also. Jetzt leg doch das Gamepad! Sehe ich auch so? Das Level mir wenigstens ein paar mehr Wollknäule geben. Ist immer noch nicht, wie ich da diese eine Fragezeichenwolke kommen soll, ohne mich treffen zu lassen. Ja, komm. Ja, natürlich! Ey, die Flammen sind so programmiert, dass sie absolut scheiße kommen. Ich habe legit keine Idee, wie man in diese Blume reinkommen soll, ohne zu Damage boosten. Keine Ahnung. Habt ihr eine Idee? Muss ich im Internet nachgucken? Okay, erstmal mich schön an die Seite bangen, Yoshi. Finde ich auch so in Ordnung. Ja, komm! Das konnte ich gar nicht ausweichen. Kann ich irgendwie die Flammen... Lol. Das ist Feuer. Wieso kann man aus Feuer Eiern machen? Aber ich weiß immer nicht, wie ich die Viecher besiegen kann. Ich muss sie doch besiegen, wenn ich da ran will. Das Schlimme wird wahrscheinlich sein, dass dieses Level
6 Segmente hat. Ich habe nicht mal 3 komplett gesehen und sterbe ständig. Ja, was ist das Spiel hier für ein Hardcore-Shit? Wirklich. Ja, ich bin tot. Ich fände es wirklich fair, wenn man diese Pflanze besiegen könnte, was man nicht kann. Ja, konnte ich nichts machen. Okay. Wow. Oh Gott, oh Gott. Diese Tricking-Geister. Dass man auch sehen kann. Ich meine, ich wusste, dass da einer ist. Ich habe den scheiß Flettersprung gemacht! Spiel sagt, du hast keinen gemacht. Alter. Ja, ich kann mal resetten. Level ist so lang und scheiße. Und dann sterbe ich, weil das Spiel mir den Flatterflug verweigert. Ich kann doch gar nicht hoch. Ich verstehe nicht, wieso ich nicht hochkam. Ja, finde Boden. Finde Boden. Nein. Dieses Spiel ist absoluter Dreck. Das Spiel ist absolut scheiße. Mach doch Flatter den Flatterflug. Und gebt mir ein paar Wollknäule, wenn ihr Gegner platziert, die man besiegen soll.
Dieser Boden ist viel zu schnell, damit eine menschliche Kreatur darauf reagieren kann. Ist einfach Fakt. Hätte ich mich jetzt von dem Gegner treffen lassen, ist schwer wieder ausgerastet, weil das absoluter Beschiss gerade eben wieder gewesen ist. Lass mich hoch! Ist das unfair? Ist das unfair? Stimmt, das weiße Zelt die Hälfte des Levels. Ah. Nein! 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 Nicht! Du. Nein, 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 nein. Ja, Yoshi weigert sich zu springen. Ich schwöre, ich habe auf A gedrückt. Ist alles mega rutschig. Gemein. Alter. Die Stelle war mal absoluter Dreck. Nicht du. Zerstören. Kommst du? Danke, du drecksinkompetenter Scheißköter, dass ich jetzt wegen dir gestorben bin. Als ich gesehen habe, dass er dieser Drecksköter ist und daneben Lava, dachte ich mir nur so, fuck.
Weil ich genau wusste, dass so ein Bullshit passiert. Meine Frage, wenn ich rechts neben den Hund bin, wieso geht er dann nach links? Magnesium wollte schnell aufsammeln. What? Euer Ernst jetzt? Ja, damit kann ich das Arschloch besiegen. Stirb du. Niederwertige Kreatur. Jetzt kann ich den ganzen Scheiß immer von vorne machen. Und ich hab noch so sehr gehofft, dass das letzte Level ein Chill-Level wird. Ich volle Leben? In der Tat. Für Bullshit. Ganz problematisch eben. Ich bin noch full life. Ja, ich bin noch full life. Nein. Oh Gott. Immer noch für live. Ey, ich hab den doch besiegt. Spiel, was willst du? Oh, ist das wieder ein Betrugsdreck. Ein absoluter Betrugsdreck. Wieso wurde ich von dieser Pflanze verschlungen? Ja, ich kann es ja bestimmt schon gewinnen. Ach, Gott schön. Ich kann ja besiegen, da war ja was. Thank you.
Danke, Spiel, dass ich nichts machen konnte. Es war ultra knapp. Ja, nice, dass ich was dafür tun kann. Besieg den Schwasti. Das war Klatsch. Holy fuck. Oh Gott, über Bande. Nein. Lass mich auf die Plattform. Der Kack. What? Was? Damit der Zuschauer versteht, was passiert ist, ich habe den Pinguin so ausgespuckt, dass ich mich davon selber getroffen habe, durch den eigenen Knockback. Liebe Entwickler, testet eure Spiele, bevor ihr sie auf den Markt schmeißt. Das war ein eindeutiger Bug. Ich habe mich, als ich den Pinguin ausgespuckt habe, habe ich mich selber getroffen. Wahrscheinlich in der Rotation der Plattform. Was? Ja, das passiert halt. Wenn ich sage, das spiele ich scheiße die ganze Zeit, dann habe ich das halt ernst gemeint. Jo. Diese beiden Treffer waren, fand ich ja jetzt auch wieder sehr fair. Also da habe ich definitiv schlecht gespielt und deswegen wurde ich zu verdient getroffen. Aber nichts über den Tod von eben. Holy. Ich Lack. Brauche halt Lack. Diese Stelle ist auch wieder Lack. Die Stelle ist so ein fieser Lack. Spuck die Scheiße.
Also. Ja, jetzt haben wir zwei Betrugsstellen. Die Eispassage, wo man scheinbar random sterben kann, weil man selber Knockback erleidet durch den einen Pinguin, den man selber ausgespuckt hat. Und der Hund wegen Pucci, weil er nach links geht, obwohl man rechts neben ihm steht und er normalerweise immer einen verfolgt. Die beiden Stellen sind für mich ganz exemplarisch dafür, dass die Spiel einfach nur unreif ist. Und nicht fair. Ich meine, Spiel ist ja nicht von Nintendo, sondern von Goodfeel. Die haben wohl. Die sollten auch von Nintendo was Level Design ist lernen und. Ich bin tot. Weil der schon wieder meinen Flatterflug nicht akzeptiert hat. Wieder kein Wolkenknäuel für den Spasti. Ist das eine Scheiße? Oh Gott. Aber ich sterbe ja auch meistens so dadurch, dass das Spiel unfair ist, nicht dadurch, dass ich Fehler mache. Tatsächlich, die meisten meiner Tode akzeptiere ich nicht. Ich glaube, Nummer 1, 3 und 4 sind einfach nur pure Konzentration. Eigentlich gibt es da so gut wie gar kein Fail-Potenzial. Außer das Spiel verweigert mir den Flatterflug. Und 4 ist halt, wie gesagt, auswendig lernen, wo kommen die Fische, was muss man jeweils tun, aber das ist an sich easy. Also von den Inputs her nicht schwer. Egal, es sind noch Plattformen unter mir. Darf so ein Fell nicht passieren. Na oben sein. Na oben. Oben sein. Ich habe leider nur 3 Wollknäule in Passage 4, das ist wenig. Volle Leben. Okay, jetzt habe ich genug Wollknäule. Hier nicht dran. Das ist aber nur pure Konzentration. Jetzt wird's lächerlich. Jetzt besteht Fail-Potenzial. Wie gesagt, ich darf nicht vom Spiel verarscht werden. Und auch Input-Files ist das hier schwierig. Sehr schwierig sogar.
Macht keinen Sinn, dass die breite Pflanze noch lebt. Schwer und diese Starren, dass sie One-Hit sind, ist auch so regelrecht. Eispassage, Alter. Du scheiß Tricks-Game. Ich bitte darum, jetzt nicht verarscht zu werden. Oh Gott! Nein! Ich wurde verarscht. Ich werde gerade hart verarscht. Ich werde gerade mega hart vom Spiel verarscht. Wieso? Wieso gehst du denn auf die Plattform drauf? Du machst das. Das macht keinen Sinn, dass du auf die Plattform gehst. Jetzt sind die Spawns beschissen, Alter. Ich bin durch. Ich bin literally durch. Nein! Zum Glück ist halt Passage 2 nicht tödlich. Das ist das Einzige, was halt ich positiv daraus nehmen kann. Oh Gott, zum Glück ist das so ein bisschen großzügig da mit den Fliegegeistern, weil man von denen abspringen kann.
am besten nicht springen. Nein! Egal, hier krieg ich eh Full Heal. Außer, dass ich jetzt ein Betrugspinguin weniger habe, mit dem ich die Brennerpflanzen besiegen kann. Also das ist Level Designmäßig absolute Grütze. Jetzt besiegt. Schneid, oh mein Gott. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Konnte ich dich verhindern? Kann ich dich verhindern? Jetzt, wir beide kooperieren, okay? Du sollst die Gegner nicht besiegen, ich brauche Eier. Ich brauche zwangshaft diese Eier. Ich kann... Du Drecksköter, du absolut inkompetenter Drecksköter. Ich brauche Wollknäule so dringend und ich krieg sie nicht. Weil Schnuffel sagt nö. Ab hier kennt, weiß ich nicht, was auf mich zukommt, oh nein. Keine Ahnung, was ich da tun soll. Kannst du springen? Es ist noch nicht vorbei. Wo ist die scheiß vierte Blume? Da oben. Ja, da oben waren zerstörbare Blöcke, ne? Achso, die hab ich ja nicht eingesammelt. Stimmt. Das war auch diese Eispassage, wo ich die verpasst habe. Ich weiß nicht, ob das Lava betrifft. Komm, ich hab jetzt einmal legit durchgeschafft.
Scheiße! Okay, kann ich. Ist eigentlich nur halb so schlimm, ich kann mich wieder regenerieren. Nein, 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 nein! Extra Wollknäuel für mich. Ich schaff's auch so mal, ne? Schick's an Pinguin. Ich muss die aber eigentlich hier nicht besiegen. Nein, 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 nein. Nein. Oh, komm. Ich hätte die mittleren besiegen sollen. Ja. Es ist doch so beschissen alles. Nein, 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 ach, wobei ich kann zeilen. Ich kann es ja instant heilen. So wichtig, dass ich mich in der letzten Passage mich nicht treffen lasse. Das war jetzt ein kleines bisschen Lack. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
What the fuck? Vielleicht schaffe ich die Full Heal. Also das ist so. Das ist aber so beschissen einfach. Schön, dass du den Weg ohne mich antrittst. Jetzt beeil dich. Aber nicht, nein. Oh Gott, Alter, was macht ihr mit mir? Kopiere bitte. Treffen! Legit, wie konnte der mich treffen? Aber es war auch klar gewesen, dass ich hier von diesem Drecksgame wieder betrogen werde. Der war ja auf dem Block drauf, noch nicht einmal am Rand, und ich werde von ihm getroffen. Hä? Das war auch gerade Glück im Unglück. Das ist zu riskant, was ich hier mache. Ich bin voll AP.
das ist das Schwierigste. Der schwierigste Bereich. Ich glaube, das letzte ist auch wieder nur reine Nervensache. Aber das ist wirklich scheiße. Ja, ich kann schon wieder diese Blume nicht erreichen. Das ist so ein großer Schmutz. Das heißt, ich muss safe das Level nochmal machen, aber wie gesagt, ich habe noch die Chance, das mit Full AP zu schaffen und die Chance will ich auch ergreifen. Ja, du scheiß Schnuffel, ich will nicht springen. Jetzt machst du kalt. Jetzt auch noch gerne wegmachen können, ne? Ja, kommst du? Beschissen. Aber das hier passt wenigstens. Okay, ich habe realistische Chancen auf Full AP. Das Spiel verarscht mich jetzt. Ja, ich hab voll AP. Yoshi. Nichts, was ich benötige. Fehlt nur diese Drecks vierte Blume. Noch eine Blume trennt mich. Und den 100%. Nur noch eine. Ich weiß nicht, hat... Am geilsten wäre natürlich das Upgrade Stacheln können ihr nichts annehmen, aber das gibt das nicht. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das mit dem Pinguin machen soll. Die Stelle ist einfach nur so ein großer Schmutz. Sollte ich nicht machen. Genau deswegen, weil ich brauche jetzt
hab gesagt, deswegen, aber ich brauche zum Glück, ich bin die Fully Phase, das ist nicht verständlich, war. Oh Gott, Alter. Das ist langweilig. Und wenn man einmal weiß, wie die Fische fliegen, ist das von allen das Einfachste. Ich bin voll AP. Aber wie gesagt, ich aber es halt trotzdem nett, wenn ich ein paar Hits tanken kann. Und mich halt unter weniger Druck. Ja, nein! Nein, 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 nein! Komm, spuck mich in die Stacheln aus. Alter, aber wie... Aber wie beschissen ist denn bitte diese Stelle? Ja, komm, fick dich einfach mal. Das Schlimme ist ja, ich muss ja immer wieder diese langweilige Kacke neu und neu und neu machen, wenn ich einmal verkacke. Wie habe ich diesen Fisch angesammelt, ohne getroffen zu werden? Was war das denn? Okay, das war Betrug in meinem Sinne. Aber so viel Betrug, wie gegen meinen Sinne bereits das Spiel mir angetan hat, ist das wirklich keine Wiedergutmachung.
Schlittschuh mit Yoshi, wenn er was einschlittert. Ist irgendwie lustig. Ach, schon wieder scheiße, dass er nicht besiegt worden ist. Schon konventionell besiegen. Okay, jetzt kommt der Scheiß. Jetzt nicht in die Stacheln! Nicht in die Stacheln! Oh Gott. Und das ist jetzt nur pure Nervensache. Aber Schnuffel kann auch einen Hals betrügen. Und das passt vom Timing. Das passt. Egal. Full Life brauche ich nicht. Full Life hab ich schon. Ich hab's fast. Ich weiß jetzt nicht, was noch passieren kann, damit das Ganze mir entgönnt. Im Spiel traue ich aber alles zu. Wir beide schaffen das hoffentlich letzte Level. Ich will nicht weitermachen. Ich weiß, es kommt noch was auf mich zu. Ich bin durch. So. Gucken wir das mal an hier. Weltenübersicht. So. Also 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, alles 100%. Okay, es fehlt doch beim Museumspavillon ein paar Gegner. Ich weiß, ob ich die machen werde. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich bin erstmal für heute durch. Ich sag ciao, Leute. Wie schmeckt